Herzlich willkommen zurück im Schocktober 2022. Heute reden wir über einen Kultfilm und zwar Candyman. Viel Spaß mit der Review. Los geht's nach dem Intro. Freunde, herzlich willkommen im Schocktober zurück zu Candymans Fluch oder einfach nur Candyman, je nachdem, wie immer man will. Hier das Mediabook von Turbine, die Erstauflage ohne 4K. Ich habe eh keinen 4K-Player, deshalb ist mir das egal, aber das Artwork ist halt wirklich cool. Und wenn ihr auch das Back-Artwork und alles von innen sehen wollt, dann schaut euch hierzu gerne mal mein Unboxing an. Aber ich denke mal, das Mediabook dürfte eigentlich so weitgehend bekannt sein. Reden wir lieber über den Film. Das war bei mir tatsächlich jetzt endlich mal eine Erstsichtung. Ich habe so lange gewartet, bis ich die Unrated-Fassung hatte. Ich hatte ja schon die Unrated-Fassung, ich weiß auch nicht warum. Ich bin auch ehrlich gesagt nie dazu gekommen, mir den Film anzuschauen. Aber jetzt habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich ihn mir an. Und wenn schon, dann auch in der Unrated. So, um was geht es denn in Candymans Fluch oder Candyman? Das ist eigentlich schnell erklärt. Eine Studentin, die versucht eben so ein bisschen die Legende hinter dem Candyman zu beleuchten und begibt sich dabei auf ziemlich bedrohliche Pfade, kann man schon sagen, bis dann auch wirklich plötzlich der Candyman auftaucht und einen nach dem anderen tötet, sowohl in ihrer Umgebung, aber auch mit ihr ganz etwas ganz Bestimmtes vorhat. So viel zum Inhalt, mehr möchte ich hier nicht verraten, mehr muss man hier auch gar nicht wissen. Und wir kommen direkt zum Gewaltgrad. Wir haben eine FSK 18 bei der Unrated-Fassung und ja, die Unrated hat auch eine FSK 18. Ich muss ehrlich sagen, also der Film hat schon seine splatterigen Momente, der ist auch ziemlich blutig an der einen oder anderen Stelle, aber ja, es ist so ein Mittelding zwischen 16er und 18er meiner Meinung nach. Also man könnte den auch ab 16 freigeben, wenn man möchte. Andererseits, ja, würde das dem Film wahrscheinlich auch so ein bisschen, ne, diesen Slasher-Charme nehmen, aber ich muss sagen, so ultra brutal ist er dann doch nicht, aber er hat definitiv auch seine splatterigen Momente. Ja, so viel mal zum Gewaltgrad. Wir kommen zum Fazit und wie gesagt, das war jetzt meine Erstsichtung und ich muss sagen, der Film ist cool. Der hat mir richtig gut gefallen, ehrlich. Also ist mal endlich mal wieder so ein schöner Slasher der 90er Jahre. Und es gibt ja unzählige Vertreter, wie zum Beispiel Scream oder auch düstere Legenden, die dann immer in diesem Bereich hier genannt werden. Aber man muss hier ganz klar sagen, das sind eher so diese Parodie-Slasher, die auch viel Humor mit in dieses Genre gebracht haben und der hier gar nicht. Der hier ist wirklich ernst zu nehmen, also der nimmt sich selbst ernst und ist jetzt hier keine Parodie oder hat Meta-Humor mit drin oder sonstige Sachen. Dieser Film versucht wirklich nochmal diese ernsthafte Slasher-Schiene zu fahren, die wir auch in den 80er Jahren so mochten. Und deswegen sehe ich diesen Film hier so als das Bindeglied, sagen wir mal, zwischen den Slashern der 80er und der 90er, so kann man ihn eigentlich wirklich einordnen. Er hat definitiv seine richtig coolen atmosphärischen Momente und was mir auch mega gut gefallen hat, der Candyman, der ist halt echt, der wirkt schon ziemlich creepy, muss man einfach mal so sagen, dadurch, dass er eben auch redet und ja, das hat schon definitiv was und das Ende, das hat mich da tatsächlich nochmal gekriegt, da muss ich echt sagen, also beim Ende nochmal Daumen nach oben, da ist die Punktzahl nochmal nach oben geschnellt, das Ende war richtig cool meiner Meinung nach, hätte ich auch so tatsächlich nicht erwartet, ich habe mir schon gedacht, dass da nochmal was kommt, aber nicht so, ich werde hier aber auch nicht spoilern. Wie gesagt, hier immer alles spoilerfrei, wisst ihr ja, aber die Leute, die den Film gesehen haben, das Ende, das hat schon was, muss man ehrlich zugeben. Und auch im Großen und Ganzen, die Schauspieler sind alle wirklich top in diesem Film, muss man echt sagen. Ja, Candyman wird super verkörpert, die ganze Story dahinter hat schon einfach was, die ist so wirklich ikonisch und ich persönlich muss wirklich sagen, ich würde mir tatsächlich jetzt auch gerne die Fortsetzungen anschauen. Candyman 3 habe ich ja auch hier hinter mir stehen, seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, steht hier im Regal hinter mir von NSM im Mediabook und Candyman 2, ja, da ist ja von Koch Media was rausgekommen, aber das ist ja wieder schwierig zu bekommen. Aber ansonsten muss ich mal schauen, gibt es davon eigentlich eine Blu-ray, weiß ich jetzt gar nicht, ansonsten eine DVD, aber ich würde mir gerne mal die Reihe komplett anschauen, definitiv. Ja, könnte ich vielleicht auch noch im Schocktober schaffen, aber da will ich jetzt auch nichts versprechen, das seht ihr dann auf jeden Fall. Aber ich muss echt sagen, hier Candyman hat mir richtig gut gefallen und ist definitiv eine ganz klare Empfehlung. Also, wenn ihr überlegt als Horrorfilm-Fans, ob ihr euch den Film anschauen sollt, ja oder nein, definitiv ja. Den müsst ihr mal gesehen haben. Der ist definitiv Kult, das auch verdient und wirklich ein richtig guter Horror-Slasher geworden. So, so viel zu Candyman.
Ausführliche Review war das, würde ich mal sagen. Und definitiv eine richtig coole Überraschung hier im Schocktober, beziehungsweise für euch wahrscheinlich nicht, aber für mich, weil ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Toller Film, kann ich nur empfehlen. Hat viel Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, eine Empfehlung geht definitiv raus. Und ansonsten geht auch eine Empfehlung an das Video morgen Abend raus. Und ich hoffe, ihr schaltet auch da wieder ein im Schocktober 2022. Bis dann, Freunde. Genießt den Schocktober, schaut Horrorfilme, was auch immer. Ja, viel Spaß mit den folgenden Videos noch. Und ansonsten sehen wir uns dann spätestens morgen Abend. Bis dann, macht's gut. Haut rein, euer MoviePyro911 und ciao.